Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Elder Scrolls Online mit Paxis. Wir reden mal weiter mit der mächtigen Mothra. Das ist es. Willkommen bei den Unerschrockenen. Geht und macht die alte Mothra stolz. Was soll ich jetzt tun? Was wir alle machen. Tretet den Beweis dafür an, dass ihr keine Kreatur fürchtet. Sei sie nun lebend oder tot. Wir suchen uns die wildesten, übelsten und gefährlichsten Monster in ganz Tamriel, um uns ihnen zu stellen. Wir zeigen ihnen, was Unerschrockenheit wirklich bedeutet. Was habe ich denn davon, mich den Unerschrockenen anzuschließen? Also abgesehen von Ruhm, Ehre und dem Recht, über wirklich restlos alles zu prahlen, was ihr jemals tut? Ja, genau, abgesehen davon. Wenn die Unerschrockenen eines wissen, dann ist es, wie man kämpft. Bleibt dabei und ihr könnt ein paar neue Fertigkeiten lernen. Dann gibt es noch die Waffenkammer. Bei uns gibt es einige der besten Waffen und Rüstungen ganz Tamriel. Umsonst sind sie nicht. Aber nur Unerschrockene dürfen darauf zugreifen. Gibt es denn hier irgendwo gefährliche Bestien, die ich erschlagen kann? Ein Großmaul am Tresen faselte etwas von den Spinnenhöhlen in den Spindeltiefen, oben in Vettelfen. Er meinte, ein großer Trupp der Kriegergilde wäre dort hineingegangen und kein einziger von ihnen mehr herausgekommen. Könnte sein, dass sich da was richtig Garstiges versteckt. Warum zieht ihr nicht los und findet es heraus? Ha! Ja, da war ich ja schon, aber mach ich. Wo ist denn die Waffenkammer? Es ist eine Freude, dass ihr bei uns seid, mein Freund. Ich freue mich darauf, eurer Leiche die Wertgegenstände zu stehlen. Warum seid ihr denn den Unerschrockenen beigetreten? Als ich anfangs losgezogen bin, war die Welt für mich voller Schrecken. Voller grauenhafter, brutaler Kreaturen, die in den Tiefen lauern. Ich habe mich ihnen trotzdem gestellt. Und auch wenn ich auf meinen Reisen viele andere Rotwardonen getroffen habe, haben sich nur die Unerschrockenen als echte Geschwister im Geiste erwiesen. Okay. Damit ich weiter... Habt ihr gehört, was in Delainsmühl passiert ist? Mächtige... Überall gab es ein paar Überlebende. Damit ich weiter mächtige Kreaturen besiegen kann, gehen wir jetzt erstmal einkaufen und uns Rüstung holen. Achso, kann ich jetzt vielleicht mal die Verkleidung ablegen? Wie sieht's denn hier aus mit der Verkleidung ablegen? Hallo? Was ist denn da los? Bin ich als hässlicher Rotwardrone, als hässlicher Rotkrähenbandit rumlaufen? Warum kann ich die nicht ablegen? Muss ich nicht verstehen, oder? Was ist denn das? Wo ist denn das? Müsste doch eigentlich hier sein. Achso, ich muss... Ach, mein Gott, ich bin so dumm. Ich muss einfach hier rein. Mein Inventar ist voll. Okay, wir verkaufen erstmal Sachen und legen es dann ab. Gott. Ja, wir müssen jetzt zu dem Händler, zu dem Rüstungshändler und da dann erstmal ganze Zeugs verkaufen und neue Rüstung kaufen. Wenn ihr etwas Verdächtiges zu melden habt, dann redet mit Hauptmann Aresin. Okay, wie viel Geld haben wir eigentlich? 6.600, das sollte doch reichen für ein paar anständige Rüstungen. So, mal gucken, ob ich die Dame jetzt auch wieder finde. Ja, hier. Mir ist es egal, für wie hart ihr euch haltet. Erstmal alles reparieren und jetzt erstmal alles Sinnloses weg. Verkaufen, so, so. So. Dann sollten wir auch nochmal einiges geldmäßig mitnehmen. Kommen wahrscheinlich über 7.000, oder? Ah, bleiben wohl knapp drunter, wie es aussieht. Ja. Und noch irgendwelche Magika, ja, die brauchen wir natürlich nicht. Bleiben wirklich knapp drunter, aber das macht erstmal nichts. So, schauen wir mal, ob die neue Rüstung für uns hat. Stufe 15. Hat aber genau den gleichen Rüstungswert wie die, die wir schon anhaben und halt keine Verbesserung. Macht also keinen Sinn. Okay. Eisengürtel. 31, okay. 34. 34, also 6 mehr
6% 6 mehr Rüstung, dafür aber halt keine erhöhte maximale Ausdauer und Rüstungsverzauberung um 14% auch nicht besser. Ich glaube, das lohnt sich nicht für 6 Rüstung. Das würde ich mal lassen. Eisenküras. Muss es auch einen auf einem höheren Level geben. Ah, 95. 95 klingt auch gut. Den werden wir auf jeden Fall kaufen. 15 besser. Interessanterweise kostet er genauso viel wie der für Stufe 13. Merkwürdig. Naja, wir nehmen natürlich den für 95 Rüstung. Sehr gut. Eisenpanzerschuhe. 73. 80. Eieiei, ich würde sagen, das lohnt auf jeden Fall. 13 mehr, das sollte lohnen, das sollte sich lohnen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. 80. Ja. Nehmen wir mit. Eisenschulterstück. Oh, das ist natürlich auch deutlich besser. Auch wieder 16 höher. Ich denke, das nehme ich auch mit. Das lohnt sich, denke ich, auch. So, dann Eisenstulpen. 47. Das nehmen wir auch mit. Okay, und das sind alles nur Sachen, die wir uns nicht leisten. Wo das Level noch nicht ausreicht. Gut, dann werden wir uns mal mit den neuen Sachen ausrüsten. Achso, wir legen aber erstmal Verkleidung ab, so. Eisenküras. Oho, die Farbe ändert sich. Jetzt passt das auch farblich alles zusammen. Wobei ich zugeben muss, dass mir das vorher besser gefallen hat. Aber habt ihr gesehen? Wieder kein Helm, den ich bei ihr kaufen konnte. Ja, jetzt passt das farblich alles besser zusammen, aber das vorher hat mir besser gefallen. Egal, gehen wir mal noch zum Waffenmann. Wo war der jetzt? Hier, Waffenschmied. Scharf, spitz. Spricht dem Feind gegenüber eine klare Sprache. Niemand außer Sosch stellt Schwerter für euch her. Ach, ich wollte noch gar nicht rausgehen. Spricht dem Feind gegenüber eine klare Sprache. Okay, schauen wir mal. Eisenaxt. Kann ich gleich ganz nach unten scrollen. Für euch her. Also holt Eisenstreitkolben. 44. 6 mehr Schaden, aber verursacht halt nicht 9 Flammenschaden, ne? 6 mehr Schaden. Ich glaube, das ist die stärkste Waffe mit 44. 36. 42. Hatten wir da kurz? Ja. Ja, die können wir aber eigentlich kaufen, weil wir haben eigentlich genügend Geld. Und ich habe doch, glaube ich, im Inventar noch was zum Verzaubern, oder? Ja, es sind zwar nur 4 Schockschaden, aber ich denke, wenn wir die 4 Schockschaden drauf sprechen, dann sollte das besser sein als das Flammenschwert. Ist doch ein bisschen schade, ich hätte das Flammenschwert gerne noch ein bisschen länger behalten. Weil es mir einfach gefällt, diese Gegner teilweise zu verbrennen, aber egal, nehmen wir mit, würde ich sagen. Ist auch eine Stufe 15 Waffe, passt also. Soll damit so das Maximum sein, was wir bei einer normalen Waffe, die wir so finden, an Schaden machen auf Level 15. Sonst bräuchten wir wahrscheinlich eine, ja, blaue Waffe oder sowas, also was ganz Besonderes. So. Schauen wir uns das Ding mal an. Okay, sieht jetzt nicht wirklich mega besonders aus, aber sollte jetzt schon deutlich mehr Schaden machen. Gut. Dann haben wir uns jetzt schön ausgerüstet, gehen nochmal zu unserer Truhe und legen da sinnlose Sachen ab. Mir fällt auf, dass wir die Versorgungssachen, also die wir fürs Essen brauchen, die sollten wir schon immer am Mann haben, weil wir greifen nicht automatisch auf die Truhe zu, wenn wir Essen herstellen. Das geht nur bei handwerklichen Sachen und leider gehört das Essen machen nicht zu den Handwerken dazu. Wenn ihr wisst, was ich meine. Kein Borger sei und auch Verleiher nicht? Wie mir dieses Sprichwort auf den Sack geht, den ihr jedes Mal am Anfang sagt, ey, ja, gibt's gar nicht. Etwas kaufen oder verkaufen. Aber so, Schweinefleisch. Herzlich willkommen in der Bank von Dolchstotz.
Das heißt, das ganze Essen können wir mitnehmen. Aber das sollte auch gar nicht so viel sein, Eisentorf. Zur Not wird es dann einfach zerstört, wenn wir es nicht mehr brauchen und fertig. So wichtig ist das jetzt auch nicht. So, einlagern können wir nämlich jetzt zum Beispiel die Blüten, also die Blumen, dann natürlich die Dinger. Diamant lage ich auch erstmal ein. Ach so, Eisengroßwert der Flamme hätten wir verkaufen können, naja, egal. Geringer Seelenstein. Damit kann ich mich wiederbeleben, Stufe 10 bis 19, deswegen behalten wir das einfach mal. Kaltes Bärenhack behalten wir auch. Klares Wasser. Rotkränenverkleidung brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, dann haben wir auch fast alles. Ach, es ist voll. Okay, dann nehmen wir mit. Rotkränenverkleidung brauchen wir nicht zweimal drin liegen. Roben des Dieners werden wir auch nie wieder brauchen. Können wir einfach zerstören. So. Okay, und jetzt können wir nämlich dann weitermachen mit unserer Erforschung von Glen Umbra. Ich hoffe mal, dass das noch nicht so teuer... Ja, gut. Ich hatte nämlich Angst, dass die Rückrufkosten wieder so hoch sind, aber wir sind jetzt lange genug in Dolchsturz gewesen, dass nichts weiter passiert. Und wir müssen jetzt hierhin. Deswegen werden wir uns natürlich hierhin teleportieren. Also das Einzige, was mich momentan so ein klein wenig enttäuscht, aber wir sind jetzt auch noch nicht so weit, wir sind ja gerade mal Stufe 15, hat mich so ein klein wenig enttäuscht bei dem Spiel, und das ist echt nur wenig, weil ich es echt hervorragend finde, ist die Tatsache, dass die Rüstung und die Waffen sich einfach alle sehr, sehr ähnlich sind, auch wenn das höheres Level ist, etc. Ja, das gefällt mir ein bisschen besser, wenn man da mehr Individualität reinbringt, aber das ist natürlich ein größerer Programmieraufwand, Grafik, bla, also ich kann es nachvollziehen, dass man es nicht macht, aber die Liebe zum Detail bei den Waffen und den Rüstungen fehlt mir da so zu einem gewissen Teil zumindest. Also ist er aber kein Kritikpunkt, wo ich sage, oh mein Gott, deswegen ist das Spiel schlecht, sondern das würde das Ganze einfach noch ein klein wenig angenehmer machen. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, oder? Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Was haben wir jetzt eigentlich an Rüstung? Ach so, ja, da haben wir gerade noch die Verbesserung. Feuerstein Dolch des Frosts. Und hier liegt ein Buch. Jorum der Skaldenkönig. Jorum der Skaldenkönig. Ah, ich kann jetzt hier auf jeden Fall kein langes Buch lesen, weil dann die Rotkrähen wieder spawnen. Und das hat dann wieder zum Nachteil, dass ich eh nicht in Ruhe lesen kann, weil die mich angreifen. Deswegen machen wir da erstmal weg. Buch können wir andermal lesen. Wir können ja erstmal den Weg schreien, der hier irgendwo ist, rechts. Den können wir ja erstmal aktivieren. Dann können wir nochmal zu dem Krokodil schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und gerade probiert irgendjemand anderes, das Krokodil umzubringen. Wobei, wir haben ja auch neue Rüstung und eine neue Waffe. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt sogar schon. Können wir eigentlich direkt nochmal angreifen und den Angriff nehmen? Ja, das probiere ich mal aus. Why not? So, dann schauen wir mal. Das ist halt relativ abgelegen, der Bereich hier, deswegen scheint wohl nicht ganz so viele Leute hier lang zu gehen und das Krokodil zu versuchen anzugreifen. Wir lesen aber erstmal das Buch hier. Monomythos, Drachengott und fehlender Gott. Neues Buch entdeckt.
Auch wieder so ein langes Buch. Ich habe gerade keine Lust auf solche langen Bücher. Und solange das Bücher sind, die man in der Bibliothek hat, kann man die auch andermal lesen. So, wir schauen mal. Wir legen uns mal Schlückchen Leben dahin. Tinktur des Lebens, genau. Hallo. Boah, wir ziehen so wenig ab, ey. Sieht echt so mega wenig ab. Aber momentan greift es uns nicht wirklich an. Vielleicht haben wir ja Glück und schaffen wir es daher. Oh, aber es zieht uns halt schon eklig viel ab, ne? Nicht mal die Hälfte verloren, würde ich sagen. Sollte halt weiter solche Angriffe machen, denen ich ausweichen kann. Ah, eklig. Na gut, dann schaffen wir das wohl doch noch nicht. Also, wenn wir ganz viel Glück hätten, uns irgendwie ausreizen, könnte man es vielleicht irgendwie schaffen, aber das ist mir jetzt echt zu riskant, also. Dann kommen wir da später nochmal hin mit einem höheren Level und dann würde ich sagen, schaffen wir das auch. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz zu dem Haus, vielleicht, ja, Level 14 ist zu viel, schauen wir mal kurz zu dem Haus, vielleicht gibt es da ja was Interessantes, das sind wieder Gegner, Pluto und irgendwas, ich weiß nicht, ob es hier irgendeine Mission dafür gibt, da ich jetzt hier aber erstmal keine habe und keine sehe, wir können ja mal reinschauen, in das Haus. Hütte des Hausmeisters. Oha, da ist jemand tot. Der Arme. Und irgendwie... Hä? Wo kommt der denn her? Was? Wo kommt der denn her? Den kann ich mich aber irgendwie nicht erinnern. Hä? Wo kommt der denn her? Vielleicht gerade gespawnt? Keine Ahnung. Hier drin gibt's auf jeden Fall nichts. Ich würde behaupten, das hier ist der Ort eines Quests. Und wir müssen erst das Quest annehmen. Weil gerade die Truhe, die da steht, ist ziemlich verdächtig. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu dem Quest, wo wir schon wissen, dass es da eins gibt, was wir schon angenommen haben. Und suchen mal die Adelige, die dann irgend so ein, ich glaube, in eine Höhle rein ist. Genau, hier. Grabmal der vergessenen Könige. Das klingt doch mal interessant. Das Abenteuerleben fordert seinen Tribut. Vergesst also nicht, eure Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen. Die meisten Händler werden eure Ausrüstung reparieren. Gegen eine entsprechende Bezahlung, versteht sich. Ja, das mache ich regelmäßig, aber ich bin jetzt erst einmal gestorben und war davor erst reparieren. Das sollte also alles passen. Abgeschlossen, betretet das Grab. Ist doch nicht etwa tot? Vergessener Sehnesschall. Ihr seid natürlich wegen dem Schatz zum Grab gekommen. Das tun alle. Eigentlich bin ich wegen der Adeligen gekommen. Wer seid ihr denn aber? Zu Lebzeiten war ich ein treuer Sehnesschall König Antons von Dolchsturz. Ich starb in diesem Grabmal gemeinsam mit meinem König. Die Knochen seiner Majestät sind zu Staub verfallen, aber ich bin noch erhalten. Vielleicht können wir einander helfen, einen Gefallen austauschen. Bei was denn genau? Eine wahnsinnige Adlige, die sich für eine Schatzsucherin hält, betrat vor euch dieses Grabmal. Ich kann euch helfen, die Schatzkammer zu finden, nach der sie sucht. Im Gegenzug werdet ihr mir helfen. Was kann ich für euch tun? Überprüfen wir doch eben rasch, ob ihr auch über die nötigen Fähigkeiten verfügt, ehe wir das weiter besprechen. Ich will mir anschauen, wie ihr mit den Fallen meines ehemaligen Lehnsherrn fertig werdet. Geht, sprecht mit der Herrin. Wir sprechen uns später wieder. Okay. Was ist denn, bitteschön, ein Sehnesschall? Ich weiß nicht, was das sein soll.
Fürstin Clarice Laurent. Ah, noch ein Abenteurer. Natürlich wisst ihr, wer ich bin. Schließlich bin ich berühmt. In Hinsicht auf antike Artefakte hat niemand in Glen Umbra mehr Sachkenntnisse als ich. Stibbons hat mich geschickt, um euch zu finden. Euer Wein wird warm und das Essen kalt. Ah, hervorragend. Meine andere Helferin wurde... Nun ja, ich schätze, der Fachausdruck ist verschlungen. Ich hatte ihr gesagt, dass sie nicht so nah an diese große Echse gehen soll. Sei's drum. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Was benötigt ihr denn? Ich werde Antons Juwelenkrone bergen, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Nun, sobald wir in die verschlossene Schatzkammer gelangen, versteht sich. Soweit ich weiß, ist dieser grässliche Ort voller Fallen und untoter Kreaturen. Ihr seht doch, worauf ich hinaus will, oder? Ihr möchtet, dass ich euch die Krone hole und ihr dann quasi den Ruhm einstreicht. Aha, ihr versteht also. 4 Schlüssel öffnen die Schatzkammer. Der Schlüssel der Flammen, der Klingen, des Streits und der Kronen. 3 der Schlüssel sind in diesem Grabmal versteckt. Ich habe den 4. Schlüssel. Er ist ein Erbstück und seit Generationen in Familienbesitz. Nehmt ihn und holt die anderen Schlüssel. Betrachtet es als erledigt. Skelette. Ah, dann wäre es ja sinnvoll gewesen, hier diesen passiven Buff zu haben, dass wir 3% mehr Schaden gegen Untote machen. Den könnten wir jetzt theoretischerweise noch benutzen, aber da ich die Gegner mit Sicherheit auch so besiege, werde ich mir diesen Fertigkeitspunkt weiterhin aufheben. Egal. Liked, abonniert, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ein Sehneschall ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.